Cheerio, meine lieben Pokémon-Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold in der Q-Block-Challenge. So, ja, wir begeben uns jetzt zu Siegfried. Uns hält nichts mehr auf. Oder Lance, Siegfried Lance, oh hi. Bin gespannt, was er für Pokémon hat. Für die Top 4 sind wir relativ easy durchgegangen. Besonders durch Leviathan. So, und jetzt schauen wir mal, was der Champ für Pokémon hat. Sein stärkstes Pokémon ist 68, wie ich das gesehen habe. Swirlfins. Oh, ein Geistertrainer. Raid. Moment mal, warum hast du Swirlfins Level 72? Stopp? Wieso hat er ein Swirlfins Level 72? Da stand Level 68, ist das höchste. Okay, das könnte ziemliche Probleme bereiten. Ich habe auf PokeWiki nachgeguckt, da steht, dass er Level 68 hat. Aber wie gesagt, die Verteidigung von Nistola ist ja... Okay, wenn dein stärkstes Pokémon 78 ist, dann gute Nacht. Oh nein, der hat Geist-Pokémon, das heißt, er könnte auch Giratina wieder haben. Und da kommt der Scheiß. Oh nö. Der wird jetzt wahrscheinlich Erdkräfte einsetzen, so wie ich ihn das einschätzen kann. Ja. Immerhin haben wir seinen Angriff gesenkt. Kraft kommt jetzt, ey. Ah, Schaden geht eigentlich. Da schaffen wir es und frieren es ein. Wenn du natürlich Glück bist. Oh Gott, der Schaden ist ja fast nicht vorhanden. So, ich werde Leviathan mal boosten. Das ist uncool. Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz zwischendurch nachgucken. Ey, das kann nicht angehen. Sorry. Nein, Leviathan. Mann, Internet, lass mich doch suchen jetzt hier. Boah, Bulbapedia ist ja voll nützlich, ey. So. Ja. Ich schieb mal kurz. Ich habe mich ein bisschen... Ah nee, das ist voll rot oder grün. Scheiße, ich habe mich tatsächlich verlesen. Sein stärkstes Pokémon ist Level 75. Okay. Dann kann es sein, dass ich uns jetzt gerade die Challenge gekostet habe. Dann kann es sein, dass ich uns jetzt gerade die Challenge gekostet habe.
so ein Mist, ey. Wie komme ich denn auf 8? Ich habe bei Dings geguckt. Bei Feuerrot und Blattgrün. Nein, da stand 68. Er hat zwei Pokémon, die Level 68 sind, ja, aber er hat zwei Level-Pokémon, 72, 1,73 und das stärkste ist 75. Komm, ich schon überlebt das, danke. Sehr gut, Giratina ist weg. Da kommt Zwirfenst. Okay, Level 73. Ich habe mit einem Knirschner drauf. Ich werde mal Knackrack jetzt einmal kurz heilen. Na. 200 halten die. Das mit Gyarados ist natürlich echt bitter mit Leviathan. Ich hoffe mal, dass eine Finsterforce trotzdem nicht so viel abzieht. Gut. Na, da habe ich einen Support-Moves auf Tiamat. Daher werden wir mit Knirsch arbeiten müssen. Ja, das kommt davon, wenn man falsch recherchiert. Aber ihr könnt vielleicht nochmal in der ganzen Folge vielleicht nochmal einen positiven Stempel aufdrücken, indem ihr einfach diesen Part bewertet und den Abonnement-Knopf drückt, den roten Button. Ah, okay, das ist ein stärkstes Pokémon. 12,75. Das hat auf jeden Fall auch die Zitrobeere dabei. Das dürfen wir also drauf. Ja. Ich würde sagen, da dürfen wir uns drauf gefasst machen, dass das sich daher teilt. Ich bin froh, dass es nur Finster Faust im Horrorblick ansetzt. Stopp! Boah, Alter. Ey, da muss eine Top-Genesung her, das hat mehr als 200 abgezogen. Wir können im Grunde vom Glück reden, dass das nur Finsterfrost und Horrorblick einsetzt. Würde sowas schon zum Beispiel auf den Flug machen, hätte man ein ziemliches Problem. Und Gegenstoß hat es drauf, okay. Das zieht viel mehr aus Finsterfrost, warum machst du das nicht? Dieser Pixel wieder mal. Oh, er hat eine scheiß Top-Genesungen, ey. Könntest du wenigstens seine Defensive einmal senken mit Knirscher, dass wir zumindest ihn dann da gleich. So, letztes Heil-Item. Das Gute ist, hiernach kommen nur noch zwei Level 68 Pokémon. Aua. Komm weg damit. Uff. Okay. Zwölfen ist auch weg. Eine Traummagie noch, das ist. Nein! Er killt meine letzten Knirscher.
Ja, ich kann jetzt gegen Traumagie machen mit Tiamat. Gott, Drake hat auch nicht wirklich Attacken für Geister. Boah, die Hälfte. Aber ich gehe mal auf Ishtola, sicher, sicher. Sicher ist sicher, meine Freunde. So, Knirscher. Oh ja, senkt mein Angriff. Warum nicht, ey? Boah, Alter. Ich meine, wir haben es jetzt noch immer geschafft. So ohne Frage. Aber wir haben Leviathan verloren. Also das Training hier wird ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Ja, er hat ja noch ein Dingsgelenk gehabt, ne? Oh, hör doch mal auf deine scheiß Top-Genesungen, ey. So, hier. Ich habe, glaube ich, viel mehr Knirsch schon noch gehabt, ne? Ah ja, stimmt, er redet Flammenwurf, aber ist gerade eingesetzt. Haben. Gut. Ich wollte gerade sagen. Und tschüss. So. Puh. Ja, aber ich bin echt ärgerlich auf mich selber, dass ich so schlecht, so schlampig recherchiert habe. Aber das Ende werde ich jetzt mal ein bisschen speeden, das kennen wir ja alle schon. So, bla 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 bla. So. So, Leute. Ich will den Part jetzt noch nicht beenden, das ist ein bisschen früh, ne? Ja, ich liebe ihr Tarn. So, flattern wir erstmal los. Natukatze, wir müssen ja jetzt gleich nach Ju oder Konto wieder. Ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, ich werde jetzt für diese Folge und nächste Folge den Rahmen nicht ändern. Weil, dann müsste ich erstmal die Folgen wieder beenden. Das dauert ein bisschen, so den Rahmen zu bearbeiten. Ich werde das machen, wenn ich trainieren gehe. Für den Kampf gegen Red. Jetzt erstmal aber Leviathan. Ey, du bist so ein klasse Pokémon gewesen. Echt, du bist auch eben durch die Top 4 durchgegangen wie sonst was und dann. Ja, meine Schlampigkeit hat dich leider das Leben gekostet. Leb wohl, mein Freund. Oh, das ist bitter, ey. Ja, gut, wir haben eine gute Auswahl eigentlich, ne? Wie gesagt, eigentlich hatte ich jetzt Alfino mitgenommen. Ich glaube, ich nehme Bahamut wieder mit. Wir nehmen Bahamut einfach als Coverage wieder mit. Klar, der hängt jetzt vom Level her ein bisschen hinterher, aber das müssen wir sowieso alles wieder aufholen und trainieren und bla. Von daher bleibt einem da nichts anderes übrig. Jetzt wird es natürlich ein Pokémon mit Kaskade, fällt mir jetzt gerade mal spontan ein. Du.
So. Nee. Nein. Hat er einen Kingstein, genau. Von Kingstein haben wir auch mal wieder ein paar, ne? Da war ja was. Da. So. Und ganz kurz gucken, ob man jetzt unsere Pokémon Dings lernen kann. Quietsch. Das ist mein Mikrofon. Kaskade lernen kann. So, kann einer von euch Kaskade lernen? Tataro und Barmut, ja klar. Dann würde ich doch noch mal ganz kurz nach Ebenholz fliegen. Um Bahamut zumindest Surfer verlernen zu lassen, dann kriegt ihr gleich Kaskade drauf. So, ab nach Ebenholz. Danke, danke. So. Ja, das nackt so ein bisschen an mir. Das macht mich jetzt gerade so ein bisschen. Weil Leviathan ist jetzt nur so gesehen gestorben, weil ich so schlampig recherchiert habe. Bedeutet, ich werde aber auch gleich genau gucken nochmal, wie stark die Pokémon von Red sind. Barmut, bitte. Fliegen kann der Auto, das ist eigentlich auch nutzlos. Problem ist nur, der hat jetzt keine andere weitere Flugattacke. Deswegen lasse ich jetzt einfach Fliegen erstmal drauf. Aber sowas wie Burschnabel haben wir ja leider nicht mehr. Ein Ausfall, oder? Rückenwind. Nein. Kein Burschnabel. So, wir machen Barmut hier mal Kaskade. So, dann der Fall. Dann wieder zurückfliegen. Nach Dukatia. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Training mache. Also wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt die Tour 4 mal wieder durch. Aber wir haben ja zum Beispiel Pokémon, die jetzt irgendwie fast gar nicht rankamen. Deswegen, vielleicht trainiere ich auch wieder beim Silberberg. Muss dann halt ein bisschen länger trainieren. Wir haben ja zum Glück dieses Vorspulen. So, ja. Ratatatsching, war das jetzt die Maschine oder macht er das? So. Zupede und Njong. So. Also jetzt. Und mir was eingefallen ist. Nein, wir müssen nicht nach Azuria City. Ich Blödkopf. Wir haben ja auch noch den Mondberg vor uns. Wo ja noch ein gewisser jemand auf uns wartet. Ja gut, dann werde ich wohl doch mal jetzt kurz den Rahmen machen, weil das werden dann doch so noch ein, zwei Folgen werden. Ich würde sagen, auch wenn es jetzt erst 18 Minuten ist, beende ich die Folge für heute. Beim nächsten Mal besuchen wir dann den Mondberg. Und werden noch nicht die Azuria-Höhle machen, die werden wir dann beim nächsten Part machen. Aber wir können auch noch mal ein bisschen gucken wegen Kraxler-Sachen oder so. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.